einem 1-Million-Dollar-Clash-Royale-Finale gibt es einen neuen Skandal um einen deutschen Pro. Was genau dieses Mal passiert ist und wie bitter es für den deutschen Pro ist, das siehst du jetzt. Im großen 1-Million-Dollar-Finale muss sich der deutsche Pro Dominik zum ersten Mal auf großer Bühne live beweisen. Doch was dann passiert und wie sich die Situation zu einem absoluten Skandal für den deutschen Pro entwickelt, das siehst du jetzt. Ich kann nur sagen, es ist absolut sehenswert, was da passiert ist. Werdet ihr nicht glauben. Daumen nach oben lassen, wenn du auch findest, dass sowas natürlich nie mehr passieren darf. Und ein Abo, wenn dir das Ganze gefällt und du weitere Sachen nicht verpassen willst. Außerdem gibt es heute wieder einen Livestream, da also einschalten und nicht vergessen, Freunde, gerne auch Cope Bixman im Schaumann tragen. Kuss geht raus in jeden Einzelnen, der das macht. Und jetzt ganz viel Spaß. Wir sind am Start mit der CL und jetzt geht es hier rund. Es kommt es der fliegen BM auch und direkt was Emotes. War natürlich zu erwarten. Es ist natürlich der BM und da sehen wir, da ist Feuer in der Hütte. Diese Vorgeschichte, dass Domit hierher gegangen ist, Samuel Sachen an den Kopf geworfen hat, die du normalerweise keinem an den Kopf wirfst und die einfach Real-Life-Beef haben und den jetzigen Clash-Royale austragen, das ist es. Und jetzt haben wir hier den Miner am Start. Von Dominik, das haben wir heute noch nicht gesehen. Samuel über Sotto. Das wird Lava und sein. Vielleicht von Dominik? Das wird genau Gravehead oder Loonfreeze. Genau, eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir jetzt hier am Start? Welche Karten sind genau drin? Es ist auf jeden Fall jetzt Lavahund. Ballon meine ich, genau, ja. Ballon. Weil wir natürlich hier den Elektro-Dragon haben, den würdest du nicht im Graveyard spielen. Ey, das finde ich interessant. Loonfreeze ist halt so ein verrücktes Deck. Du kannst halt damit einen Gegner so unglaublich punishen, wenn er einfach einmal kein Elixier hat, dann ist der Turm sofort. Jetzt kommt der Holzmann, jetzt kommt der Ballon, da wird der Blick geworfen. Da wird der Blick geworfen von Dominik. Guckt auf den Blick, da wird der Blick geworfen. Und Dominik chillt, der ist ganz lässig. Guckt ihn euch an. Ich weiß nicht, ob er actet. Ich kann ehrlich aber nicht sagen, ob er actet. Ob er so hier mäßig Dings actet. Und das ist kein guter Inferno-Deck. Das ist kein guter Inferno-Deck. Der Ballon macht einen Hit, aber das ist Damage. Und das ist Damage für Samuel. Das ist der Turm, oder? Und das ist der Turm. Und das ist der Turm. Alter, und da sehen wir, 144 Leben und er wird das noch einen Spell haben. Und er hat noch einen Spell. Er hat hundertprozentig Poison oder den. Aber das Ding ist, ein 1-1 wäre für Dominik nicht schlimm. Das Problem ist nur, er ist kein 1-1. Es ist gar kein 1-1. Genau. Es er muss ist den gar Tower kein 1-1 holen. Es war gerade komplett zu aggressiv von Dominik. Er dachte, er hätte den Mortar, Samuel hätte die Mortar nicht mehr im Cycle. Dabei hatte er alles. Und dann natürlich dieser Play, dass gerade dann der Inferno-Drache kommt, beziehungsweise die Guards hinter die Valkyrie. Wenn der Inferno-Ding gespielt wird, hätte Dominik da einfach einen Bowler gespielt. Gar kein Thema. Er hat ihn auf der Hand. Aber er hat im Inferno-Ding gespielt, da die falsche Entscheidung getroffen. Ansonsten hätte der Bowler an der Stelle natürlich sehr, sehr gut geregelt. Nichtsdestotrotz, der Ausgangsplay von Dominik, muss man ganz klar sagen, einfach etwas zu aggressiv. Aber er hat noch ein bisschen was auf dem Feld. Aber der Mortar ist zu stark. Der Mortar ist zu stark. Schaut sich an. Der Mortar ist am Start. Jetzt kommt allerdings natürlich gleich irgendwo noch ein Freeze rein. Er spart sich den. Er spart sich den Freeze. Er nimmt den Hit mit. Er nimmt den Hit mit. Ja, ich glaube, es war gut, den Freeze nicht zu spielen, weil dann wäre einfach eine Queen gekommen und dann wäre es nur ein Hit maximal mehr gewesen. Ja. Er weiß, er muss jetzt hier irgendwie diesen Push bringen, mit dem er durchkommt. Das sind nur 30 Sekunden. Das wird schwer. Boah, ja. An sich ein guter Nader, aber auch guter Miner einfach. Gute Miner-Defense und da wird die Queen weggedefft, oder? Also besser gesagt, die Queen verteidigt nochmal beschützt von Kollege Samuel. Jetzt kommt der nächste Mortar rein. Und das sieht nach einer ganz eindeutigen Sache aus. Das sieht nach einer ganz eindeutigen Sache hier aus. Ja, ihr seht es hier. Da kommt der Ballon nicht wirklich durch. Der Elektro-Ring ist am Start. Das Game wird durch sein. Da ist kein Rage. Der Ballon wäre normalerweise connected. Oh, es ist danke. Ein Hit. Und er schreibt Danke und es gibt den BM. Und jetzt wird es hier tatsächlich interessant. Jetzt kommt der BM von beiden Spielern hier wieder rein. Man kennt es natürlich. Wir haben es gesehen. Und ey, jetzt ist so die Frage, kann Dominik liefern? Weil das Ding ist, auch eine Sache, die ich fairerweise sagen muss, ich würde, Lavahund, und das ist sein Ding. Und das ist sein Ding. Die Crowd hat gerade geraunt, Lavahund ist Dominiks Ding. Mit dem Deck, Platz 1 der Welt im globalen Turnier, Platz 1 der Welt in Leller, der Mann kann Lavahund wie kaum ein anderer. Ja, also da muss jetzt wirklich Samuel Basato schon gute Antworten haben. Er hat den Henker! Aber das heißt noch nichts, Ja, wahrscheinlich hat er auch den Tornado, oder? Den hat er auch, klar, aber das heißt trotzdem noch nichts. Aber Samuel, der hat den Henker und Dominik mit dem Bomb Tower. Bomb Tower ist auch gut. Gegen Jill, gegen die ganzen Truppen. Bomb Tower ist nicht schlecht. Ja. Und das Ding ist, so ein Lavahund trotz des Henkers, der wird immer wieder Damage machen. Ich glaube aber nicht, dass es nur der Henker ist. Ich glaube, er wird noch was haben. Er wird noch eine weitere Truppe haben. Nein, das ist das Deck. Das ist ein normales Deck. Er hat ein normales Deck. Das Deck spielt man ja normalerweise auch so. Ja, aber er weiß halt, dass er gegen Dominik spielt. Ja. Normalerweise müsste er noch was auspacken. Aber was zur Hölle spielt Dominik da für ein Lavahund-Deck? Er hat noch was den E-Wizard. Er hat noch den E-Wizard. Er hat ist normalerweise auch im Deck. Genau, das meine ich ja. Er hat nicht nur den Henker. Er hat Henker, E-Wizard und Tornado. Das sind drei gute Karten. Da kommt der BM rein von Dominik. In welche Richtung es sauber gehen mag. Und jetzt hat den Henker natürlich wieder klar. Und der Henker räumt da auf.
Der Henker macht was passiert da? Was passiert da? Oh, was passiert da? Was passiert da? Was passiert da? Oh, was da wurde Dominik jetzt? Was gesagt? Da wurde Dominik was gesagt? Was ist hier los? Hä, was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das sah aus, als ob er Internet-Lags hätte. Oh mein Gott. Match Winner, was? Hat er eine Karte, die Karte wiederholt? Hat er eine Karte wiederholt? Nein, oder? Nein. Er hat keine Karte wiederholt, oder? Er hat keine Karte wiederholt. Was ist hier passiert? Was ist passiert? Er was muss eine Karte wiederholt haben. Was ist passiert? Hat er eine Karte wiederholt? Was ist passiert? Was hättest du doch? Oh mein Gott, jetzt sehen wir die entscheidenden Szenen. Was passiert? Gibt er ihm die Hand? Nein, er gibt ihm nicht die Hand. Was passiert? Was ist passiert? Ist es wegen dem EM? Keine Karte doppelt gespielt, okay. Aber was war denn dann der Grund? Warum wurde er jetzt von der Stage geholt? Und was passiert jetzt? Was war der Grund? Kein Repeat, nix doppelt. Keine Karte doppelt. Der wurde gerade stell dir mal vor, geholt. Die haben den jetzt von der Stage geholt, weil sie dachten... Hat. Weil sie dachten, meinst nein, nein, nein. Von BM, aber sie haben doch beide BM'd, oder? Es war keine doppelte Karte. Wir müssen jetzt wissen, was da los ist. Was Niemand? Ist hier los? Twitter am Brennen. Twitter am Brennen und wir haben es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Nein, die wir haben die Nachricht gerade live doppelt. Von einem Supercell-Mitarbeiter. Die Erklärung. Die dachten, die Karte wird doppelt gespielt, aber er hat nicht die Karte doppelt gespielt. Nein, sie dachten wirklich Baby-Jacken oder Inferno-Jacken. Das kann nicht sein. Way. Das kann nicht sein. Oh mein Gott, der might do a rematch. Wir wissen es noch nicht ganz, aber es sieht most likely danach aus. Das ist ey, ein aber rematch ganz kurz, was heißt Rematch? Das oh mein zweite Gott. Spiel Rematch. Supercell dachte, er hätte eine Karte wiederholt, aber er hat keine wiederholt. Und dadurch ist einfach mal, also die Admins sagten das, und dadurch wird das Ding jetzt vielleicht wiederholt. Oh mein Gott. Und jetzt stell dir bitte vor, Dominik Samuel gewinnt verliert das, Ding. Das noch. Oh mein Gott. Dominik spielt wieder Baby Dragon. Neue Decks, alles da. Nein, wobei, nein, fail. Und ist die Krone, und ist die Krone. Aber er spielt Baby Dragon. Er spielt Baby Dragon. Das heißt... Es ist das gleiche, er darf es spielen. Es ist nicht neues Rematch. Fail Call. Es ist das gleiche Matchup. Sie haben gesagt, ach okay, so, okay, wir spielen das gleiche okay, Matchup. Okay. Das heißt, sie spielen das gleiche Matchup nochmal. So ist wahrscheinlich auch die fairste Lösung, muss man fairerweise sagen. Es okay, ist okay. Wahrscheinlich sogar noch immerhin die fairste Lösung. Kein, ihr seht unten die Krone, die Kanonenkarre ist jetzt am Turm, macht ein bisschen Damage. Es sind die gleichen Decks, meiner Meinung nach, ehrlicherweise, in dieser Situation, ja, maybe das Fairste, was hätte passieren können. Wir wechseln nochmal kurz in die Karte. Der einzige unfaire Aspekt könnte jetzt daran sein, dass einer von beiden Spielern einen Vorteil daraus generiert, dass er weiß, was der Gegner spielt. Ja. Manchmal ja. ist es wirklich ein Vorteil, wenn man weiß, was er spielt ja. und wenn man es vorher nicht weiß. Aber gerade eben ist es auch nicht so gewesen, dass im einen Push schon sofort etwas entschieden wurde. Das ja. heißt, es könnte tatsächlich recht fair sein. Ja, definitiv. Alter wir haben Schwede, hier unten die Krone, wir haben die gleichen Decks. Es sieht komplett danach aus. Falscher Alarm, ganz klar. Es ist kein komplettes Rematch. Es geht eben nur um das zweite Spiel. Und die gleichen Decks sind auch gepickt. Und wir sehen jetzt aber, Dominik hat einen leichten Schadensvorteil. Er hat doch eine Erdbeben. Der bringt ihm gar nichts. Er wollte irgendwas snipen von Samuel. Gar nicht geglückt. Okay. Samuel hat tatsächlich hier ganz andere Karten, als Dominik erwartet hatte. Sonst hätte er nicht Bombtower dabei, der immerhin nicht bad ist, aber auch nicht so gut. Er hätte keine Erdbeben dabei. Er ist komplett nutzlos. Pfeile bringen ihm auch rein gar nichts. Und das Matchup ist natürlich sehr, 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 sehr krass gut er kann für Samuel. Er kann diesen Henker nicht clearen. Er hat Pfeile, Erdbeben. Wie will ja. er den Henker clearen? Das ja. ist fast unmöglich. Ja. Das Ding ist, im letzten Match hatte Dominik eine gute Situation, aber ich habe das er Gefühl, das wird... Er spielt Hock! Was ist das denn jetzt? Er hat noch Hock, aber Nado, oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt ist das so bitter. Das ist so bitter für Dominik, das weißt ist du warum? So, ja, weil jetzt wusste das, Samuel wusste das. Wusste, ja. Das war ein überraschendes Deck, das war genau das überraschende Deck. Das ist so übel für Dominik. Genau, was wir angesprochen haben. Genau das. Jetzt weiß Dominik eben, dass das erste Match, wo wir wirklich einen Überraschungsfaktor drin sehen. Und Dominik spielt Lava Hawk. Das hätte Samuel niemals erwartet. Aber dadurch, dass er jetzt eben die Decks nochmal gesehen hat, weiß er natürlich, dass hier Lava Hawk auf ihn zukommt. Und das ist eine ganz üble Nummer. Ja? Jetzt hat so Dominik bitter. Keinen Überraschungseffekt. Das muss man ehrlich sagen. Trotz allen Leuten, die jetzt schreiben, Jo, Kar für Dominik. Das ist eine super bittere Sache für Dominik. Weil er einfach nicht seinen Vorteil ausspielen kann. Ja, mal, Lava und im letzten Match hatte er eine gute Situation, wo Samuel wenig Elixier hatte und da wäre ja. der Hock so geil ja. als Überraschung gewesen. Ja. Jetzt und jetzt der Hock wusste gar ja. Samuel von Anfang an, dass er den Hock hat und ja. konnte einfach ja. dagegen spielen. Ja. Das war's. Das ist ganz bitter. Das ist eine ganz, ganz bittere Nummer für Dominik und er regt Dominik auch auf. Dominik regt sich auf, der ist sauer. Der ist stinksauer. Wenn ich er wäre, ich wäre auch sauer. Er ist sauer, er geht von der Stage und versucht sein Handy irgendwie da rauszukriegen. Er ist ganz sauer und ohne Witz, wenn ich so verlieren würde, ich wäre an seiner Stelle auch stinksauer. Es ist so. Es ist so. Du kannst sagen, einige schreiben sowas Alter. Wie Karma, aber das ist einfach bitter. Das ist einfach gesehen, bitter. Das Dominik so hat sein. Das gefühlt rausgerissen. Ja, er war er so sauer.
Ich habe noch nie jemanden so sauer on stage gesehen. Match der Entscheidung zwischen Dominik und Gensch Aslan. Beide sind hier im Lower Bracket. Das Drama um Dominik könnte jetzt hier sein Lauf. Ich hoffe, dass es hier für ihn jetzt gut ausgeht. Ja, auch wenn natürlich hier viele auf der Seite von Samuel waren, da Dominik ja schon die eine oder andere Bemerkung auf Twitter und sowas hinterlassen hatte. Und dann eben das wünscht man, glaube ich, keinem Spieler, was da passiert ist. Trotzdem ist Dominik natürlich jetzt noch da und es kommt eine gute Zündung von Gensch Aslan hier. Kann Dominik jetzt gewinnen? Natürlich Gensch Aslan jetzt in die Situation, dass er ihn von zu Hause aus spielt, weil er halt tatsächlich, muss man dazu sagen, nicht seine Schuld, dass dieser ihm abgelehnt wurde. Und jetzt haben wir den Gold Ross. Guter Ace von Dominik, der E-Wiz ist aber irgendwie keiner resistent. Da kommt jetzt hier Schaden ran. Oh, die Bandini connected. Und das willst du als Dominik natürlich nicht haben. Die Bandini connected. Und jetzt gucken wir den X-Tier-Vorteil an. Gensch Aslan wastet sein Set. Ja, und generell bin ich, muss ich sagen, finde ich es überraschend, wie viel Royal Giant wir hier auch sehen. Ja. Kommt natürlich, hängt natürlich auch damit zusammen, dass nochmal hier ein, zwei Nerf-Buffs und so weiter kamen. Aber Riesenskelett wurde genervt, wird trotzdem hier gespielt mit Royal Giant. Ja. Und Gensch Aslan jetzt hier mit tatsächlich der Mutterhexe, mit einer Mega-Ritter, Mighty Miner, Mutterhexen-Kombi. Sehr interessant. Ja. Bin ich gespannt, ob er damit durchkommen kann. Genau. Aber so die Mutterhexe wird nicht spannend. Viel Value kriegen in diesem Matchup. Ja, definitiv. So ist es. Die Hexe-Mutter wird nicht so viel Value bekommen. Einige schreiben Game zu laut. Wir können das Ganze nicht gerne mal etwas leiser machen, wenn ihr das möchtet. Klar. Machen das Ganze einmal ein bisschen leiser. So soll es eigentlich gehen. Jetzt haben wir hier den Elektrogeist am Start und Dominik hat eine Maske auf, weil er bis heute noch Corona-positiv war. Er hat sich zwar heute freigetestet, aber trotzdem ist natürlich sicherheitshalber nochmal die Maske da am Start. Auch wenn er jetzt live auf der Stage ist, ist es, denke ich mal, eine generelle Vorsichtsmaßnahme, dass er sozusagen die Verpflichtung hat, hier eben noch die Maske zu tragen. Also für Dominik kommt es hier gleich doppelt faustdick im Prinzip. Aber immerhin geht es ihm so gut, dass er auf der Stage dann auch entsprechend spielen kann. Jetzt haben wir hier den... Oh, der Royal Giant mit einem sehr guten Timing. Mega-Ritter gerade raus. Stimmt, ja, Banditin kommt hier rein. Und jetzt die Hexenmutter. Die Hexe wurde nicht gut gespielt, läuft auf die andere Lane. Das darf mir natürlich nicht passieren als Gensch Aslan. Und das ist Damage. Und jetzt kommt auf der anderen Seite jedoch mal ganz entspannt die Widerreiterin Banditin. Kombo Holz kommt rein. Oh, Holz, gutes los. Timing. Genauso muss das sein, perfektes Timing. Und wir haben jetzt hier für Dominik einen riesengroßen Schadensvorteil. Der war auch gerade hier gut. Es war auch gerade clean, genau. Feuerball, ja. Lock perfekt verteidigt. Widerreiterin und Banditin down. Und ja, bis jetzt macht er einen guten Job. Und kriegt das hier immer gut verteidigt. Bisschen ja. Damage gemacht um Royal Giant. Jetzt muss er eigentlich nur defensiv spielen und warten auf die richtige Situation. Der Mighty Miner ist natürlich stark. Aber gerade eben kam halt genau der Mega-Ritter, als der Royal Giant kam. Das war von Dominik sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Timing gewesen. Ja, definitiv. Er hat perfekt gespielt. Muss man wirklich sagen, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Jetzt hier ein Lock wahrscheinlich drauf und dann sollte das Ganze eigentlich auch mehr oder weniger gegessen sein. Könnt ihr sehen, das Giant Skelly. Ich bezeichne das immer so in der letzten Zeit so ein bisschen gerne als schwarzes Loch. Das Giant Skelly ist da und saugt einfach alle offensiven Truppen in sich auf. Du kannst dagegen nichts machen, egal was da kommt, alles tot. Ja, das ist so ein bisschen der Vibe, den ich habe, wenn ich gegen oder auch mit dem Giant Skelly spiele, weil das ist wirklich gegen Brückenspam oder gegen so ein Deck, was hier unglaublich stark spielt, natürlich sehr, sehr stark, definitiv. Oh, die bei den Charge noch in einem HP, das ist natürlich wichtig für Gensch Aslan. Definitiv. Aber jetzt kommt wieder ein Fischer und der Fischer ist so stark in diesem Matchup, das sehen wir auch immer wieder. Jetzt hier die Widerreiterin dahinter, das könnte jetzt das erste Mal brenzlig werden, dahinter, aber er blockt. Ich komme im Stau, nächster halt 5 Stunden, das ist ja Wahnsinn, was ist das denn? Also die Widerreiterin, das ist immer auch so ein Ding, wo ich am Giant Scale auch noch gerne nerven würde. Ich würde gerne sehen, dass sie beim Giant Scale zum Beispiel sagen, okay, wir machen noch so ein bisschen die Masse der Truppe, weißt du, dass sie so ein bisschen dass du da vorbeikommen kannst. Das Riesenskelett blockt teilweise sehr stark die Truppe, das stimmt schon. Ja. Jetzt die Widerreiterin drin, wird ja auch gepult. Also bis jetzt muss man sagen, spielt Dominik das sehr, sehr clean. Ja, bisher wirklich perfektes Gameplay, muss man so sagen. Das macht er wirklich sehr, sehr smart. Lässt gar keine Fehler in irgendeiner Form zu. Ich habe am Anfang mal eine Szene, wo wir noch keine Fehler bemerkt hatten, aber der ist mittlerweile so irrelevant, dass er eigentlich schon wieder vergessen wurde. Ja. CRL ist ein E-Sports-Team, wo Dominik drin ist. Jetzt hat er die Zeit Giant Skelly. Das sieht jetzt hier sehr, sehr gut aus. Das ist phänomenal. Da kommt der Mighty Miner gefühlt gar nicht mehr hinterher. Zwei Giant Skelly ist da. Die Apokalypse steht hier bevor für Gensch Aslan. Wir sehen, es ist das Holz, es ist der Feuerball, das Game ist durch. Und damit gewinnt Dominik 1-0. Der Deutsche Spieler hält sich hier am Leben in einer sehr, sehr guten Situation. Mal rein. Ciao. Ja, danke, danke. Euch auch. Okay, wir haben Bowler. Bowler von Dominik jetzt am Start. Und Gensch Aslan mit dem Barbarenfass. Jetzt wird es hier interessant. Dominik war doch auch der, der hier vorn schon Lambaloon gespielt hat, oder? Dominik hat tatsächlich bereits hier vor Lambaloon gespielt. Du hast völlig recht, ja. Lambaloon wurde hier bereits gepickt und es sieht natürlich hier wieder tatsächlich nach Lambaloon aus. Was haben wir jetzt hier? Elektrodeck ist da und die Situation für Dominik, boah, nicht ganz so geil. Der Gegner hat Baby Dragon,
Sein Gegner hat den das Megamehl, aber es ist wahrscheinlich Golem von Gedge Aslan. Und wenn natürlich jetzt Gedge Aslan kein Lightning hat, wonach es durch die Karre natürlich sehr aussieht, dann wiederum hat Dominik eigentlich gar nicht mal so schlechte Karten. Der Baby Dragon überlebt, er muss noch Tornado spielen, das ist teuer. Ja. Ja, du hast recht, also Mega mit dem Baby Dragon, er hat halt kein Tornado vielleicht, aber wahrscheinlich schon, oder? Also normalerweise sollten auch die letzten beiden Karten Nado Lightning sein, oder? Nado und ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Lightning. Ich glaube nicht, es ist der Lightning. Es kann sein, aber ich könnte auch E-Dragon sein, ne? Sein. Genau, könnte auch theoretisch auch E-Dragon sein. Wobei, nee, mit Mega. Drei Anti-Air-Karten ist möglich, aber. Also es liegt beides auf jeden Fall in der Luft. Beides liegt in der Luft. Und der Lightning wäre natürlich so, dass der Lightning sehr, sehr stark. Das ist jetzt hier für Dominik gar nicht mal so geil, sag ich dir ehrlich, ne? Ja. Der Barbar kümmert sich hier rührend um die Kanonenkarre. Das hat Gedge Aslan sich anders vorgestellt. Trotzdem, Situation für Dominik absolut schlecht. Warum? Ja. Dominik hat nur Lightning-Bartrupp. Er hat Bowler, einen E-Dragon, er hat einen Holzfäller, er hat einen Ballon, er hat einen Kernodragon. Nur lightning Truppen am Start, die hier Dominik einen Strich durch die Rechnung machen können. Und dementsprechend ist das natürlich hier eine absolut grausame Angelegenheit von dem reinen Spell-Matchup für Dominik, muss man ganz klar sagen. Holzfäller kommt jetzt hier rein. Und hier haben wir den Elektro-Dragon. Guter Charge auch zu. Der geht sogar jetzt an den Turm, weil er eben vom Border. Oh, nevermind. Ich dachte eigentlich, gegen den Turm geht er sich, aber guter Lightning. Hä, war es nicht? Guter Lightning, das ist es. Das ist so viel Damage. Und da sehen wir natürlich. Also, Dominik wird mit diesem Lambaloon-Deck heute nicht glücklich. Nee. Der wird mit diesem Lambaloon-Deck heute nicht mehr glücklich, muss man ganz klar sagen. Es sieht nicht gut für ihn aus. Vielen Dank für die ganzen Primes hier. Aber die Situation ist schlecht. Gedge Aslan hat dann auch natürlich hier gute Karten. Er hat wirklich Baby Dragon, Mega Minion, hat so gute Karten, um zu verteidigen und den Lightning. Er hat nicht mal Nado gespielt, weil er einfach noch nicht mal die Not dazu gesehen hat. Er hatte noch keine Situation, in der er irgendwie diesen Lightning draufhauen musste, weil er, ja, Dominik nicht, den Nado, weil Dominik nicht einmal die Offensive gegeben hat. Jetzt kommt da der Nado rein, natürlich von Dominik auf jeden Fall. Dominik sweet gespielt, aber da kommt dann auch kein Freeze rein, weil natürlich Dominik, ja, am Ende des Tages damit nicht. Ich glaube, er hatte kein Elixier für den Freeze in dem ersten Moment, weil er den Tornado gespielt hat. Und dann wäre der Freeze ein Tick spät gewesen, hat sich nicht mehr getraut, ihn zu spielen. Ich glaube, der Freeze wäre aber gut gewesen. Ja, definitiv. Der Freeze wäre eine ganz. Er hatte auch kein Elixier in dem Moment. Also der Freeze wäre an sich gut gewesen, aber er hat kein Elixier da gehabt. Und dann wäre er wiederum nicht so gut geendet. Interessant, wenn Nedo von Dominik her. Aber war es das? Ja, in Nedo und alles rüber. Aber da kommt jetzt nicht über. Oh, was hat der Gedge Aslan hier, Digga? Meine Stimme hat es gerade 7-mal überschlagen. Aber was war das für ein Lightning Tornado reicht doch, oder? Um Gottes Willen. Ja, Lightning Nedo reicht jetzt. Also sehr interessant, ob er an der Stelle Lightning. Ja, ach, Lightning reicht. Dominik damit 1-1. Jetzt ist es halt wirklich die Frage: Fliegt der deutsche Spieler? Ein deutscher Spieler direkt hier am Anfang raus. Alles entscheidendes Match. Alles entscheidendes Match für den deutschen Pro. Kann Dominik jetzt hier das Ganze schaffen? Und kann er überleben? Oder fliegt er jetzt hier raus gegen Gedge Aslan und würde komplett durchgereicht eben mit diesem Skandal zusammen? Das ist jetzt wirklich die Frage. Kriegt Dominik das hin? Oder fliegt er hier direkt raus? Es wäre eine üble Nummer. Er hat hier Corona bekommen vor Ort. Er hatte diesen Admin-Skandal. Jetzt spielt er noch gegen jemanden, der nicht vor Ort ist. Was wo natürlich keiner was für kann, klar. Aber was vielleicht auch nochmal so ein kleiner Nachteil ist oder sein könnte, das ist natürlich alles jetzt eine Sache, oder man kann, sage ich mal, wenn man will, dann findet man sehr, sehr viel, was eigentlich zum Nachteil von Dominik ausgelegt wurde, aber das heißt natürlich nicht, oh mein Gott, das ist das Mortar meiner Deck, Mortar meiner von Gedge Aslan. Kann Dominik sich jetzt hier durchsetzen? Das ist die große Frage. Sehr. Und Dominik spielt nicht den Lavaund. Nee, er spielt also Widerreiterin. Er spielt wirklich. Ja, das ist eine gute Widerreiterin, die natürlich hier einen guten Job macht, klar. Mortar defensiv kommt jedoch rein und klärt das Ganze einigermaßen. Miner chippt ein bisschen. Aber wäre dieses Mortar-Deck so gut gegen Lavaund gewesen? Mit Musketieren, Bats und Snowball? Es kommt aus der Variante an, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Hatte Dominik im ersten Match den Feuerwehr? Welchen Spell hat Dominik im ersten Match gespielt? Wir haben heute so viel gesehen, das ist natürlich alles schwer merkbar. Wenn er den Feuerball eventuell gespielt hätte, dann wäre das tatsächlich für ihn eine relativ schwierige. Oder, ne? Dann wäre also, wenn Gedge Aslan den Feuerball gespielt hätte, dann hätte er zum Beispiel auch hier gut mit dem Lavaund kommen können. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht ganz sagen, aber auf jeden Fall, egal, wir haben jetzt hier Dominik mit dem. Stimmt, der hatte Feuerball und G-Deck, ja. Die Frage ist jetzt auch, was für ein Spell spielt noch Gedge Aslan, ne? Ich denke mal, dass er irgendein Spell spielen wird, der vielleicht auch gegen Lavaund ganz gut ist. Vielleicht. Richtig. Vielleicht sogar die Pfeile? Ja. Ganz verrückt, kann auch sein. Eventuell möglich sein, tatsächlich. Ja, wir haben aber jetzt natürlich die Situation,
Dominik mit dem Mega-Ritter am Start. Es wird jetzt natürlich interessant. Like-Mail könnte auf jeden Fall gegeben sein. Wir wissen auch noch gar nicht, ob Dominik hier den Like gespielt. Da kommt Minimecker rein, aber der ist jetzt auch wieder komplett im Staudigi. Was ist das denn? Der Mega-Ritter springt jetzt hier einmal. Ja, die Banditen chargt jetzt hier nicht ran. Beide Truppen chargen nicht, aber jetzt kommt die Banditen hier nicht an den Turm. Dieser Minimecker, der könnte noch richtig stark werden, sage ich dir, wie es ist. Ja. Keine Zünde vom Skelly King. Jetzt kommt guter Ice-Spirit. Das ist guter Ice-Spirit. Und der Widerreiterin ist am Turm und das sieht gut für Dominik hier aus. Dominik ist damit tatsächlich einfach mal in einer großen Führung 1000 Damage vorne und es sieht gerade danach aus, als ob der deutsche Spieler auf einem guten Weg ist, sich weiterhin im Turnier zu halten. Das war gut gespielt. Das war sehr gut gespielt. Der Minipacker macht ja auch einen richtig guten Job, muss man einfach sagen. Ja. Das einzige Problem ist so ein bisschen die Skelettarmee und der Skelly King, wenn der aufgeladen ist. Ja. Er wird jetzt die Skelettarmee bringen. Kommt jetzt ein Snowball? Ja, sehr stark. Jetzt wird er gezündet allerdings. Oh ja. Interessante Zündung hier, die ist auch natürlich an sich gut. Ticebird, guter Ticebird. Ticebird, in der Tat, in der Tat. Und jetzt hier eventuell nochmal eine Unsichtbarkeit. Ja, Unsichtbarkeit kommt rein. Queen wurde ja komplett verarscht. Ja, die Queen wurde tatsächlich gut hops genommen. Ja, das stimmt. Widerreiterin ist da. Und jetzt eventuell hier einen Lightning drauf. Hat er einen Lightning? Oh, der könnte es jetzt gut sein. Aber der Mega hat auf die komplette Skami gesprungen. Oh Skami, ja. Der Mega hat auf die Skami gesprungen. Nächster MK an der Brücke. Warum? Ganz klar. Gensh Asen hat keinen Skelly King im Cycle. Der hat dagegen nicht so viele Truppen. Der Mega hat natürlich jetzt am Start. Miner kommt rein. Allerdings natürlich jetzt sieht es ein bisschen lost aus, weil der Mega-Ritter nichts gegen die Bats machen kann, ja, logischerweise, und die Bats auch nicht weggeholt. Und er kein Elixier hatte, um rechtzeitig eine Widerreiterin zu spielen oder irgendwie ähnliches. Ja. Ja. Dementsprechend konnte die Bats nicht clearen und es war im Endeffekt nicht so gut. Ja, definitiv. Ja, Pascal, wenn du jetzt zuschaust und so weiter, bekommst du auch Punkte meines Wissens. Sagt, dementsprechend kannst du auch da natürlich alles richtig. Du kannst die 1000 Punkte auf jeden Fall bekommen, ja, safe. An den letzten beiden Tagen, klar, das wird ja morgen und übermorgen auch wieder der Fall sein. Also auch da bekommst du fürs Zuschauen Belohnung. Deswegen, ja, ich denke, das wird der Fall sein können. Jetzt haben wir hier. Jetzt habt ihr wieder die Widerreiterin. Die ist natürlich gut, weil die Widerreiterin die Bats jetzt hier cleart langsam nach. Widerreiterin. Oh, der Lightning. Zucker. Musketieren überlebt jedoch das Ganze. Ich meine, Dominik muss jetzt eigentlich gar nicht mehr irgendwie aggressiv gehen. Der kann einfach nur noch defensiv sein Leben chillen. Ja. Und dann sollte es eigentlich reichen. Also, Leben chillen ist nämlich übertrieben gesagt. Gensh Asen macht natürlich permanent Pressure hier und will das Ding auch unbedingt gewinnen. Der will hier nicht rausfliegen. Ganz klare Nummer. Aber man muss natürlich eine Sache sagen: Dominik hat hier eine gute Führung. Oh, gut. Der Mann. Gute Entscheidung, den Lightning defensiv zu setzen und beide Musketierinnen zu killen. Ja. Weil, wie du sagst, er muss nicht aggressiv gehen. Es macht Sinn, jetzt hier defensiv zu spielen und den Lightning halt eher auf die Truppen zu setzen, als noch den Turm mitzutreffen. Genau so ist es. Jetzt sehen wir hier einen Push, der eventuell Dominik noch zu verhängen werden könnte, aber wir sehen, das kriegt er alles easy hin. Der Eisgeist kommt rein. Und damit gewinnt Dominik, ist weiter im Rennen für Tag 2 und Tag 3. Samstag und Sonntag sind damit tatsächlich gesichert. Und das bedeutet, Dominik hat es nochmal geschafft, sich durchzusetzen. Wir sehen auch natürlich deutlich weniger aggressive Haltung an der Stelle, natürlich hier das aus dem Gerät zu nehmen. Aber er gewinnt das Ding und damit hier ist er noch im Rennen.